Fall. Oh, läuft. Und da macht sie einen Abflug. Ja, er sie ist. Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zurück bei den Junkie Monkeys. Ich bin die Kitty, wir zocken weiter Ori und ja, ich bin immer noch krank. Nichtsdestotrotz dürfen wir nicht durch den Nebelforst, wie wir beim letzten Mal gesehen haben. Kuro hat uns direkt gesnackt. Deswegen müssen wir wohl oder übel hier oben lang. Oh nein. Oh, die Mini-Kuros schon auf uns lauern hier. Ich weiß, ich verballer jetzt die ganzen blauen Dinger, aber ganz ehrlich, Leute. Das ist hier echt ein bisschen. So, wie kriege ich das hier hin? Willst du mich verkackern, Alter? Ah! Wenigstens hast du von mir auch einen drauf gekriegt. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Wand da aufmachen soll, Leute. Deswegen bleibt die jetzt einfach zu. Könnte, würde ich dir jetzt den Stinkefinger zeigen im Jenseits, Alter. Jetzt ist die Frage. Okay, so weit hoch komme ich nicht. LOL! Ich meine, klar, man muss ja auf alles gefasst sein, aber das fand ich jetzt gerade schon. What? Okay, ich stürze mich jetzt freiwillig in die Kacke hier, ey. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Ach man, Leute! So blöd kann ich doch gar nicht sein, ey. Gibt's das denn? Ja, es geht gar nicht. Okay. Fucking shit, ey. Das gibt's doch gar nicht. Was soll denn die Kacke? So. Mach mal ganz in Ruhe, Kitty. Alles in Ruhe. Oh nein, jetzt liegt der scheiß Vogel auch noch, ne? Ja, ja, komm her. Ach du dreckiges kleines Vogelvieh!
Alter, Leben geholt und direkt wieder verloren, oder was? Fall noch tiefer. Geil, geil, das könnte es werden. Das wird es, das ist es. So, okay, wir sind hier oben, meine Freunde. Wir sind tatsächlich nach oben gekommen. Genau, da war die Spinne und da war nur das Ding, ne? Aber da, nee, da war nur das Ding. Okay, dann heißt, wir gehen jetzt hier lang. Und da steht sie immer noch, Alter. Yo, ist klar. Solange Kuro dort hockt, ist der Weg zum Nebelforst versperrt. Doch schau nach dort oben. Wir können sie vielleicht ablenken, wenn wir diese Felsen lösen. Weiß gerade nicht, in welche Richtung, meine Freunde. Danke. Okay. Ja, ist klar! Mark, leck mich hart an den Nüsse, Junge. Es geht nicht. Oh lol. Oh lol. Und da macht sie einen Abflug. Ja, er sie ist. Du hast Kuros Feder aufgenommen. Um den Gegenstand zu benutzen, musst du A und anschließend RT drücken. Kuros Feder ermöglicht es Ori frei, umher auf den Luftströmen zu gleiten. Mega geil. Oh, lol. Oh. Spiel gespeichert und damit ist auch wieder alles aufgefüllt, meine Freunde. Oh, okay. Ja, wie süß. Habt ihr das gesehen? Voll niedlich. Voll niedlich. Der Dunst des Nebelsforst war für alle eine trügerische Falle. Okay. Speichern wir mal. Wer sich darin verlief, tauchte nie wieder auf. Oha. Au! Au! Das ist schon super an. Alter. Alter. Haben wir Drogen genommen? Wow, wow! Wie weit schießt du denn, mein Freund? Ich bin da direkt hier, Alter. Schwede. Meine Fresse, Alter. Der hat mich jetzt fast gesnackt, ey. Alter, als ob man Drogen genommen hätte. Also, ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen, aber... Wow! Wow!
Also ich kann Sein nicht hören, weil hier so ein hässlicher Vogel ist. So. Die verhüllte Laterne, dieser geheimnisvolle Dunst dringt aus ihrem Stamm. Wenn wir eine Möglichkeit finden, sie zu entzünden, wird der Weg vielleicht wieder erleuchtet. Jo! Okay, hätte ja sein können. Alter, man sieht überhaupt nichts. Da ist so ein brennender Busch. Können wir den nicht mitnehmen? Ich dahin gehangen habe. Komm ich hier hoch? Nee, komm ich nicht. Okay. Oh Gott, jetzt auch noch so ein Vieh. Meine Herren. Leben. Sehr gut. Achso, da noch nicht. Oh lol. Oh lol. Jetzt habe ich mich voll erschreckt, ey. Schießt er mich einfach ab, ey. Was bist du denn für einer? Voll der Scharfschütze, ey.
ist der Weg verändert. Oh nö! Speichern, Alter. Vom Nebel in die Irre geleitet, verliefen sie sich im Wald. Ja, so fühle ich mich gerade auch, um ehrlich zu sein. Ich hörte die ganze Zeit das Vibrieren von meinem Controller, oder? Nein! Artus Fackel, hier ging sie also verloren. Wenn wir sie zur verhüllten Laterne tragen, zeigt sie uns vielleicht den Weg. Und wie soll ich da runterkommen? Mal ernsthaft, wie soll ich da runterkommen? Alter, haben wir ja Scharfschützen unterwegs hier. Oh jo, das war ja auch ziemlich genial von mir. Das gibt's doch nicht. Ey, so doof kann man doch nicht sein, oder? Thank you.
Okay, mit den Dingern. Upsa! Kann ich nicht fliegen, alles klar. Aber schon cool, dass sich aus den Stacheln gerade so Dinger vorgetan haben. Das sah ziemlich nice aus. Ich sehe ja sowieso nichts. Okay, du gehst nur die 2 Meter. Oh lol, ich habe noch keinen Durchgang. Alles vibriert, ey, alles vibriert. Au! Hallo. Ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Okay. Mhm. Dazu erklomm immer die Berge hoch über den Trauerpass. Als die Fackel ihres Bruders erlosch, wurde sie Opfer des Nebels und verlief sich. Oh geil, Leute. Alter, der nächste Baum. Bam. Du hast das Klettern erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du RT gedrückt. Drücken und halten, wenn du an einer Wand bist. So kannst du an dieser Oberfläche entlang laufen. Geil, ich kann auch stehen bleiben, Alter. Juhu, und dann fliegen. Das macht mir ganz schön Angst. Gibt es irgendwie eine bestimmte Zeit? 1, 2, 3. Oh, kann ich mal eben einen Schluck trinken, Leute? Moment. Oh lol. Alles klar, es kommt also darauf an, ob ich gesprungen bin oder nicht. Verstehe. Danach gehen die einfach. Ah. Nein!
Das ist schitte schwer. Schön R gedrückt. Oh Gott. Ja, RT gedrückt halten. Ist das denn jetzt? Ich habe gerade überlebt, Junge. Stirbt da unten Qualfeuer, Junge. Stirb rein. Okay, das ist keiner, der verschwindet. Das war ja süß. So als ob mir die Pflanzen den Weg gewiesen haben. Voll niedlich. Oh. Ups. Und schon wieder bist du hier, Alter. Diesmal nicht. Diesmal fliege ich an euch allen vorbei. Oh lol. Ich habe ja keinen Boden mehr. Hat er mich getroffen? Okay. What? Ja, ist klar. Oha. Die Entwickler lieben einen, ne? Ich war durch. Ich zieh das jetzt dann durch, Leute.
Ja. Du siehst mich doch gar nicht. Hör auf zu spucken. Scheiß Vogel. Und ja, hier muss man alle Knöpfe gleichzeitig drücken, nur im Endeffekt, ja. Dort war der letzte Save-Punkt, ey. Die Frage ist... Da mache ich mir extra meinen Tomb Raider Wecker an für 35 Minuten und die reichen trotzdem nicht. Ey. Da ist ja auch so ein Vieh. Da unten sind nur Stacheln. Gibt's das denn, Alter? Kotzt mich das hier gerade an, ey. Da hilft's auch nicht, dass Ori so süß ist. Ja, weg mich. Ich mach das jetzt hier noch fertig. Dann geh ich halt auch erst oben lang. Da ist überhaupt nichts. Ja komm, schieß. Danke. Nochmal. Leck mich doch in den Tisch, ey. Leben am Limit, ne? Komm, schieß. Thank you.
Ich weiß nicht wohin, Junge. Finsterer und finsterer und finsterer. Oh, der verreicht mich jetzt. Ja, natürlich. Da schaffst du es endlich mal darunter. Kriegst du direkt eine verpasst, ey. Ja, natürlich. Wo wäre denn sonst die Gerechtigkeit, ne? Wenn man nicht direkt sterben würde. Ja. 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 Und das ist der Moment, wo ich sage, vorbei. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen. Mit einem Daumen nach oben, einem Kommentar und natürlich einem Abo. Aktiviert die Glocke, ganz wichtig, falls ihr noch weiterhin sehen wollt, wie ich mich aufrege. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, eure Kitty.